Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz. Heute haben sich die beiden Ministerpräsidenten von Bayern und Nordrhein-Westfalen, Dr. Markus Söder und Hendrik Wüst, zum Austausch getroffen und werden Sie nun auch im Anschluss informieren. Es beginnt Ministerpräsident Dr. Markus Söder. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schönen guten Tag. Lieber Ministerpräsident, lieber Hendrik, ich freue mich sehr, dass du heute nach Bayern gekommen bist. Man darf sagen, wir sind sehr, sehr lange Bekannte und ich hoffe, ich sage nichts Falsches, auch langjährige Freunde aus der Jungen Union. Bei der Jungen Union muss man wissen, dass Nordrhein-Westfalen und Bayern zusammen die JU Deutschland immer dominieren. Und das haben wir damals auch ganz gut miteinander gemacht. Heute freue ich mich sehr, dass du als Ministerpräsident des größten, bevölkerungsreichsten Bundeslandes Bayerns bist. Nordrhein-Westfalen und Bayern sind eigentlich zwei, die eng zusammenarbeiten sollten. Bayern ist es wichtig, nicht nur in der Südschiene zu arbeiten, das ist ein wichtiger Pakt, aber wir brauchen den Pakt der Großen. Und der Pakt der Großen ist mit Nordrhein-Westfalen. Zusammen stellen wir 40% der Menschen in Deutschland, 40% der Wirtschaftsleistung und 30% der Fläche. Da sind wir ein bisschen vorne im Vergleich zu euch. Dies ist deswegen wichtig, weil wir auch direktes Ohr an der Basis haben und das ein oder andere in Richtung Berlin gemeinsam gut miteinander formulieren können. Deswegen ist es wichtig, dass wir zusammenarbeiten und zusammenarbeiten wollen. Wir haben auch vereinbart, dass wir einen Gegenbesuch machen. Wir waren ja einmal, das Kabinett von Nordrhein-Westfalen war bei uns vor 2 Jahren. Es war dann Corona-bedingt alles schwierig vor über 2 Jahren. Und jetzt haben wir vereinbart, dass wir in diesem Jahr wahrscheinlich im April herum nach Nordrhein-Westfalen fahren mit dem bayerischen Kabinett, um uns auszutauschen. Was uns sehr stark verbindet, abgesehen von der Leidenschaft zum Fußball, wo wir ein bisschen vorne liegen, ist natürlich die große Sorge um die Zukunft unseres Landes, insbesondere Arbeitsplätze, die sich durch das Thema Energie ergeben. Darüber haben wir auch heute besonders gesprochen. Im Grunde genommen macht uns dieses Thema die größte Sorge, weil es sowohl für die soziale Härten im Land entstehen kann, als auch für die wirtschaftliche Situation. Unser Eindruck ist, dass wir in Deutschland eher planlos in diese große Herausforderung der Energieversorgung stolpern. Wir brauchen eben nicht nur den Klimaschutz, der auch, aber es braucht auch Versorgungssicherheit und es braucht Preisstabilität. Der Preis geht in die hohe Höhe. Es gibt soziale Härten. Viele Menschen können sich das nicht mehr leisten. Der Energiepreis entwickelt sich zunehmend zu einem Standortnachteil für die deutsche Wirtschaft, die übrigens und auch im Wesentlichen auch in Bayern, NRW und Bayern sich stark wiederfindet. Und deswegen wächst die Sorge auch, dass bei steigendem Bedarf von Energie und sprunghaften Preisen wir eine Schere entwickeln, die für unser Land erheblichste Probleme bringt. Und deswegen haben wir die gemeinsame Erzeugung, dass rasch gehandelt werden muss, nicht mit schönen Worten, sondern mit klaren Konzepten. Wir brauchen eine wirksame, nachhaltige Energiepreisbremse, die dazu führt, dass die Energiepreise nicht durch die Decke gehen. Dazu reicht es nicht nur, die EEG-Umlage zu senken. Das muss jetzt passieren, nicht irgendwann. Dazu reicht es nicht nur, die Stromsteuer auf ein EU-Niveau zu senken, sondern wir brauchen deutlich mehr. Zum einen, dass die ländlichen Räume nicht abgehängt werden, ist es wichtig, die Pendlerpauschale deutlich zu erhöhen. Wir starten gemeinsam einen Antrag im Bundesrat, um hier die Spritpreise zu reduzieren. Wir können uns auch gut vorstellen, die Mehrwertsteuer auf Erdgas und Fernwärme zu reduzieren, um die steigenden hohen Preise auch zum Beispiel für Heizkosten zu reduzieren. Bei Heizkosten sage ich ganz deutlich, der Heizkostenzuschuss muss massiv ausgeweitet werden. Das, was jetzt passiert, ist ein kleiner Tropfen auf einen sehr, sehr heißen Stein. Der verpufft innerhalb kürzester Zeit, nicht nur einmalig, sondern mehrfach. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich habe mich etwas gewundert, wie kalt und hartherzig Berlin, insbesondere der Klimaminister, auf die Frage reagiert hat, dass bei denjenigen, die sozial besonders betroffen sind, Hartz IV, ob er da nicht weitergehend agieren kann. Und, was wichtig ist, wir brauchen für die Wirtschaft einen Industriestrompreis und andere Regeln beim Carbon-Leakage-System. Also, das Thema Energiepreis steht bei uns im Mittelpunkt. Dazu die Versorgung mit erneuerbaren Energien, mit Gas, aber eben auch mit der Geschwindigkeit, das Ganze entsprechend umzusetzen. Da haben wir uns darauf verständigt und da arbeiten wir beide sehr gut zusammen und wollen hier auch einen Druck entfachen, nicht gegen, sondern für eine Verbesserung. Unser Eindruck ist, dass die Regierung in Berlin etwas unsicher ist und unklar ist, welchen Kurs sie fahren soll. Sie beschäftigt sich nicht mit einem der drängendsten Themen, vielleicht dem drängendsten Thema innenpolitisch. Außenpolitik ist was anderes logischerweise. Aber innenpolitisch ist es die wichtigste Frage. Die Hyperinflation, gerade beim Thema Energie, wird unser Land noch schwer treffen und beuteln. Und da braucht es mehr als nur Worte. Da braucht es Taten, Pläne und Konzepte. Vielen Dank. Nun der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse.
Wir haben heute als die beiden größten Bundesländer über unsere drängendsten Herausforderungen gemeinsam gesprochen. Wir haben als Industrie- und Hightech-Länder eine besonders hohe Herausforderung, eine besonders große Herausforderung bei den Themen Energie und Klimaschutz. Wir wollen einen großen Beitrag dazu leisten, dass es gelingt, Klimaschutz gelingt, industrielle Transformation gelingt, der Wandel Deutschlands zu einem klimaneutralen Wirtschaftsstandort Industrieland. Drei große Themen dabei: der Handlungsbedarf bei den steigenden Energiepreisen, die Transformation und wie wir sie bewältigen und der Ausgleich zwischen Stadt und Land sind dabei wichtig. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten einen enormen Preisanstieg bei den Energiepreisen gesehen. Innerhalb eines Jahres haben sich die Preise beim Heizöl, beim Gas etwa um ein Drittel erhöht. Dazu kommt die Inflation, die natürlich teilweise eben durch diese steigenden Energiepreise getrieben wird. Bricht man es runter auf eine Familie mit 4 Köpfen und normalen Verbrauch, werden das in diesem Jahr 1.000 Euro mehr Belastung sein als im vergangenen Jahr. Dazu kommen die steigenden Spritpreise, insbesondere für die Pendler in den suburbanen und ländlichen Regionen. Und das wird viele normalverdienende, geringverdienende Familien an die Grenze bringen. Das ist ein Weckruf für die Politik und aus unserer Überzeugung muss Berlin da schnell handeln. Dabei dürfen die ambitionierten Ziele beim Klimaschutz nicht infrage gestellt werden. Aber wir müssen verhindern, dass Klimaschutz neue soziale Fragen aufwirft. Eine warme Wohnung darf nicht zur neuen sozialen Frage werden. Schnelles Handeln ist gefordert. Bundesratsinitiative haben wir schon eine eingebracht. In der vergangenen Bundesratssitzung, wo die eben angesprochenen Themen alle aufgerufen sind, eine rasche Abschaffung der EEG-Umlage, Mehrwertsteuer auf Heizkosten runter auf 7%, Stromsteuer auf ein europäisches Mindestmaß und die Überprüfung der Regelsätze für Wärme und Strom in den sozialen Sicherungssystemen sind das eine. Wohngeld dauerhaft und nachhaltig erhöhen. Nur so erhalten wir auch die Akzeptanz bei den Menschen für das Thema Klimaschutz. Mir ist ein Anliegen, gerade in einem Land wie Nordrhein-Westfalen, einem Industrieland, das schon viele Phasen von Strukturwandel erlebt hat, dass wir aus diesem Generationenprojekt Klimaschutz ein Versöhnungsprojekt machen. Diejenigen, die freitags für den Klimaschutz demonstrieren gehen, müssen sich darauf verlassen können, dass wir es beim Klimaschutz ernst meinen. Und diejenigen, die sich Sorgen machen, ihren Lebensstandard zu verlieren, die sich Sorgen machen um ihren Arbeitsplatz, um die Kosten des normalen Lebens, müssen sich darauf verlassen, dass wir die Sensibilität für ihre Anliegen bewahren. Bayern, Nordrhein-Westfalen sind starke Industriestandorte und wir wollen das auch bleiben. Industrie bietet Menschen gute Arbeitskräfte, damit soziale Sicherheit und das ist auch ein wesentlicher Beitrag zum gesellschaftlichen Frieden. Insofern große Aufgaben, aber ein großes Anliegen auch von uns, diese Struktur mit den guten Arbeitsplätzen zu erhalten. Gerade die energieintensiven Unternehmen brauchen in besonderer Weise Planungssicherheit, weil sie lange Investitionszyklen haben. Da laufen Anlagen schnell mal 20 Jahre und länger. Deswegen verlässliche Rahmenbedingungen ganz, ganz wichtig. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der beste Beitrag zum Klimaschutz weltweit ist, dass wir der Welt zeigen, dass wir das hinkriegen und gleichzeitig unseren Wohlstand nicht infrage stellen, sondern sogar mehren. Dann machen uns andere Länder das nach, wenn es anders läuft, eben nicht. Und deswegen ist die Herausforderung so groß. Wir haben heute eine Umfrage gesehen vom BDI. Ein Drittel der Unternehmen schiebt Investitionen in klimaschonende Verfahren, in klimaschonende Anlagen, weil die Energiepreise so hoch sind. Und da sieht man, wie das in eine Zwickmühle geraten ist. Das Thema Investitionen wird geschoben wegen hoher Preise. Das ist genau der falsche Weg. Wir brauchen ein Level Playing Field für unsere exportstarke, industrieintensiven Unternehmen. Schrittweise Einführung eines Grenzausgleichs kann gelingen, muss aber auf europäischer Ebene und darüber hinaus verabredet sein. Wir brauchen darüber hinaus Rahmenbedingungen für Versorgungssicherheit. Wir haben eine Lücke, das bestreitet selbst die Ampel in Berlin nicht, eine Lücke, bis wir die Stromversorgung, die Energieversorgung mit regenerativen hinbekommen. Diese Lücke muss mit Gas aus möglichst vielen unterschiedlichen Quellen geschlossen werden.
Das heißt nicht, dass wir nicht ambitioniert weitermachen. Ganz im Gegenteil, wir brauchen noch mehr Tempo auch beim Ausbau der Erneuerbaren, bei Windkraft, bei Solar. Wir machen jetzt erstmals in Nordrhein-Westfalen flächenfrei im Wald, Flächen, die stark geschädigt worden sind durch Trockenheit und Borkenkäfer, 9000 Hektar. Wir gehen den Weg, den andere, ich glaube auch Bayern, vorher gegangen sind. Wir machen jetzt Agrarflächen frei, schwache Böden in schlechten Lagen für Solar. Also wir sind weiter ambitioniert, aber es wird eine Lücke geben, die müssen wir mit Gas schließen, mit neuen Gaskraftwerken, die auch Wasserstoff in der Lage sind zu verwerten. Dazu braucht es einen Kapazitätsmarkt, denn diese Kraftwerke werden sich nicht über den Verkauf der Kilowattstunde rechnen und wir brauchen schnelle Planungen. Bei beidem ist vom Bund noch einiges zu leisten. Wir werden das gegenüber dem Bund auch vortragen. Bayern und Nordrhein-Westfalen sind Flächenländer mit starken suburbanen und ländlichen Regionen. In Nordrhein-Westfalen weiß das jeder, ich will es aber hier einmal sagen, das Wachstum in Nordrhein-Westfalen hat in den letzten anderthalb bis zwei Jahrzehnten in den eher ländlich geprägten Regionen stattgefunden. Da sind die Hidden Champions, das ist ein starker Mittelstand und wir brauchen da Rahmenbedingungen, die es den Menschen ermöglichen, mobil zu bleiben, auch bei steigenden Spritpreisen. Deswegen unser Fokus auch auf diese Menschen. Wir haben den Eindruck, dass in Berlin sehr stark auf die Großstädte geachtet wird. Wir gucken auch auf die ländlichen Regionen. Und daraus ergibt sich für uns auch eine dringende Notwendigkeit, die Menschen mobil zu halten. Und das geht nur, wenn die Pendlerpauschale steigt. Wir haben uns verabredet, dazu eine neue Bundesratsinitiative gemeinsam zu starten. Lenkungswirkung ist gut, aber man muss auch eine Alternative haben. Man muss auch eine Alternative haben und die gibt es gerade in den ländlichen Bereichen noch zu selten. Damit das besser wird, halten wir es auch für notwendig, die Regionalisierungsmittel, also die Bundesmittel für den Regionalverkehr und ÖPNV zu verdoppeln. Darum geht es am Ende um die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie, dabei die Menschen mitzunehmen, Klimaschützen, Industrieland bleiben mit guten Arbeitsplätzen und sozialer Sicherheit, Akzeptanz und Ausgleich auch zwischen Stadt und Land, damit diese große Aufgabe gelingen kann. Und ich bin froh, dass wir gemeinsam mit Bayern hier gemeinsam vorangehen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Wir kommen zu Ihren Fragen. Den Anfang macht Wolfgang Rampft von der Bild-Zeitung. Energie drängt. Ich habe eine Frage zu einem anderen Thema, das auch sehr drängt, Corona. Wie beurteilen Sie, Herr Wüst, dass Bayern die einrichtungsbezogene Impfpflicht aussetzt? Bei Ihnen wird es ja gemacht. Wir sind uns sehr einig, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht vom Bund nicht ausreichend vorbereitet gewesen ist bisher. Viele Fragen waren offen, viele Fragen sind offen. Wir sind uns genauso einig, dass gerade in der Phase der jetzt anstehenden Öffnungen der Schutz der vulnerablen Personen besonders wichtig ist. Umso bedeutsamer ist, dass wir alle Fragen gemeinsam mit dem Bund geklärt kriegen, damit es am Ende gelingt. Ich darf nur ergänzen, soweit mein Eindruck ist, arbeiten die beiden Gesundheitsminister Bayern und NRW, Laumann und Holitschek, eng zusammen und werden genau das machen, was angedacht ist, nämlich sehr großzügige und klärende Übergangsregelungen etablieren, weil die große Gefahr besteht nach wie vor, sind diese ganzen Dinge wie Betretungsverbote, die auch arbeitsrechtliche Verbote quasi sind, nicht geklärt, die müssen geklärt werden. Deswegen, ich habe das schon mal gesagt, wir bleiben da rechtstreu, aber es muss auch objektiv umsetzbar sein, objektiv möglich umsetzbar sein. Und da gibt es einen engen Austausch zwischen den beiden Gesundheitsministern. Achim Wendler vom Bayerischen Rundfunk. Herr Wüst, eine Frage zunächst an den bayerischen Ministerpräsidenten, Herrn Söder, bitte. Wenn Bayern und NRW jetzt vorangehen, haben Sie denn mal erwogen, offensichtlich es ja nicht gemacht, die CDU-Spitze in diesen Aufschlag Energiepreise, da muss man was tun, mit einzubinden. Warum ist das offensichtlich nicht geschehen, um den Ganzen mehr Schwung zu geben? Und eine Frage an Herrn Wüst, haben Sie denn von Herrn Söder, Herr Wüst, Tipps für die Landtagswahl und für den Wahlkampf erbeten oder vielleicht auch bekommen? Wenn ja, welche? Danke. Darfst du anfangen? Vielen herzlichen Dank. In der letzten Woche hat die Unionsbundestagsfraktion, die gemeinsame Bundestagsfraktion von CDU und CSU, einen Antrag dazu eingebracht. Wir sind da nahezu gleichlautend unterwegs. Und wenn mir Markus Söder Tipps gegeben hat, dann werde ich sie hier nicht weiter verraten. Das ist schon mal sehr gut. Also
Wir verzichten generell darauf, Tipps anderen zu geben. Kommt nicht mehr schwer an, gibt nur Ärger. Wir wollen auch das Jahr 2021 gut hinter uns lassen, aber jetzt ganz im Ernst. Wir laufen alle gleich lang, aber jetzt geht ja hier sind ja zwei verschiedene Ebenen. Ne? Also wir sprechen ja hier nicht als Parteileute, sondern als Ministerpräsidenten, auch für die jeweiligen Regierungen. Das, was Hendrik Wüst sagt, gilt für die Regierung aus CDU und FDP. Und das, was ich sage, gilt für die Regierung aus CSU und Freie Wähler. Also stellen sich die beiden Länder auf, weil sie auch mit am stärksten betroffen sind. Wenn sie fast 50% der Wirtschaftsleistung in Deutschland da haben, dann ist die Betroffenheit viel, viel höher. Jetzt gibt es da ein paar unterschiedliche Dinge. Wer hat wo welche erneuerbaren Energienpotenziale? Das ist bei uns ein bisschen anders noch als in NRW. Aber deswegen sagen wir, jeder soll auch nach seiner Stärke die erneuerbaren Energien einsetzen. Wir setzen Abhängigkeit der ländlichen Räume, das macht uns Sorge. Die gesamte Strategie der Ampel ist nur auf die Ballungsräume konzentriert und de facto gegen die ländlichen Räume. Wir sind sehr dafür, den ÖPNV auszubauen, in beiden Bereichen. Aber wir werden es nicht schaffen, relativ zeitnah eine U-Bahn nach Schneitzelreuth zu bauen. Wir brauchen auch weiter für viele ländliche Räume die Mobilität, die Individualmobilität. Und deswegen darf der ländliche Raum nicht abgehängt werden. Das wäre ein fatales Signal. Und das Zweite ist, was uns einfach echt Sorgen macht, dass irgendwann Betriebe abwandern, weil der Industriestrompreis, nicht mehr die Arbeitskosten sind heute das Problem, was wir lange hatten. Deswegen sind die auch jetzt beim Thema Mindestlohn zum Beispiel beide der Meinung, das kann man jetzt machen, man muss es nur grundsätzlich erwägen, um da keinen General sozusagen Ersatzlohngeber durch den Staat zu haben. Das kann man machen. Ein bisschen wundert mich, das sage ich ganz ehrlich, dass die FDP das jetzt mit Feuer und Flamme vertritt, die das vorher mal völlig dagegen gesehen hat. Aber das wird an anderer Stelle bewertet. Aber was mir wirklich Sorgen macht, dass am Ende der ganze Industriestrompreis zur Abwanderung breiter Teile der Wirtschaft führen könnte. Und das muss man verhindern und das treibt uns nochmal. Also ländlicher Raum, soziale Kälte und das Thema Industriestrompreis und das nur allein zu sagen, wir brauchen jetzt ökologischen Patriotismus, so gut es klingt, das allein wird nicht reichen. Wir brauchen neben ökologischem Patriotismus auch wirtschaftspolitische Vernunft und die fordern wir gemeinsam ein. Gut. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann vielen Dank für Ihr Interesse und noch einen schönen Tag. Wiederschauen. Wunderbar. Wiedersehen.